Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play One Piece Pirate Warriors 4. Wir haben noch ein Level im East Blue, Territoriumskontrollmission. Germa und CP9 haben ein Notfallkommando erhalten, das Territorium einzunehmen und greifen an. Stürzt sich ins Getümmel und übernimmt die Kontrolle über alle Territorien. Ah, das ist endlich wenigstens mal was zu tun. Hier gibt es offensichtlich einen Streit zwischen drei verschiedenen Teams, die Territorien einzunehmen. So, wen ich jetzt nehme, ich habe noch drei vor mir, die ich direkt fertig machen kann jetzt gerade. Und abschließen kann. Das wären einmal Brook. Den kann ich mir aber noch aufsparen. Und Smoker und Drake. Ich glaube, Brook habe ich zuletzt gespielt. Ich nehme jetzt erstmal Smoker. Ich spare mir die beiden anderen auf für die Grand Line. So, bei Smoker wollte ich schon im letzten Level spielen. Da hatte ich aber das Problem, dass ich mir nicht genug leisten konnte. Aber jetzt habe ich hier sehr viele Münzen bekommen und ich habe für Chopper keine ausgeben müssen im letzten Level. Und deswegen kann ich mir hier alle Kombos voll holen für Smoker. Und die zwei Fertigkeitsplätze. Und dann ist er halt bis auf die Stats ebenfalls komplett fertig. Und wir haben alles gesehen, was wir sehen wollen. Ich packe hier aber noch andere Attacken rein. Weil sonst habe ich fast nur Spezial-Cutscene-Attacken. Das wollen wir ja auch nicht. Also mache ich hier wohl den White Blow. Welcher war besser? White Hound oder White Impact? Eigentlich ist es egal. Die sind beide relativ gleich. Ich nehme einfach den White Impact. Okay, hier nehmen wir dann noch Weisheit des Kapitäns und dann können wir loslegen. So, ich muss im Endeffekt Territorien einnehmen. Ich weiß es eigentlich, weiß gar nicht, ob es hier was Neues gibt. An sich haben wir die Kombos freigeschaltet, die drei, oder eben verstärkt. Das ist halt die Frage. Ich weiß es nämlich nicht. Aber ja, vielleicht fällt euch ein Unterschied auf und nur nicht. Oder andersrum, keine Ahnung. Wenn mir was auffallen würde, würde ich es euch schon sagen. Kann ich jetzt hier eigentlich... Ich glaube, ich kann hier keine Sonnenbrille aufsetzen, oder? Ich kann nur meinen Hals knacksen lassen. Wenn ich es nochmal mache, lässt er auch nur meinen Hals knacksen. Schade eigentlich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das im... Oh, alle tot. Okay. Dass das im dritten Teil ging. Ich muss echt alle Territorien erobern. Wisst ihr, wie viele das sind? Aber okay. Dann haben wir auf jeden Fall Smoker fertiggestellt. So, ihr Ficker, kommt mal her. Was kämpft ihr denn alle gegeneinander? Ich zeig euch, wie man das hier macht. Sterbt! Ich nehme euch alle gefangen. Ich bin eigentlich Lysop in meinem Team. Ja, ich habe Lysop, Zorro und Jimbe in meinem Team. Das sind alles Piraten. Wieso arbeite ich denn schon wieder mit Piraten zusammen? Gott. Wieso muss ich immer der sein? Oh, das ist ein neuer Angriff. Außer den habe ich noch einfach nur noch nicht gesehen. Aber ich glaube, den habe ich bestimmt freigeschaltet. Ichichi ist auch hier. Ach ja, stimmt. Germa gegen CP9. Ich erinnere mich. Und mein Team wird geraten. Ichichi, was tust du da? Seit wann kannst du brennen? Ah, oh, du hast mich gekontert. Aus Versehen. Da, stirb. Was? So. Was muss ich denn hier machen? Ich muss gucken, dass der Blaue hier reinkommt. Ich habe nur anderthalb Minuten. Wie soll das denn gehen? Oben rechts ist Zeitlimit. Was ist das denn für ein Scheiß hier? Das kann doch gar nicht sein. Da sind Germa-Dudes aufgetaucht. Ich bin fünf Level drüber. Ich kann es unmöglich in so kurzer Zeit alles einnehmen, obwohl ich einfach viel zu hohes Level bin. Ich rette mal den Kommandanten des Transportteams, was auch immer der da tut. Wahrscheinlich habe ich's... Oh, Fabriksoldat. Okay, wahrscheinlich nimmt er für mich das Territorium ein, aber ich habe es jetzt schon selber gemacht. Weil ich keine Zeit habe, hier zu warten. Weg mit euch. Alle drei tot. Sehr gut. Ja, wie sollen das gehen in so kurzer Zeit? Das verstehe ich nicht. Jimbe rückt vorn. Okay, mach ruhig. Ich habe zwar schon, aber mach du ruhig auch. Zähl euch mal an, wie viele Territorien das sind. Wie soll das in so einer kurzen Zeit überhaupt möglich sein? Ich hoffe, ich irre mich da mit dem Zeitlimit. Weil das geht ja mal gar nicht. Fett, stirbt. Oh, shit. Alle kloppen sich hier. Ich glaube, es waren schon fast alle. Rachel müsste auch noch da sein. Und dann müsste ich schon alle gut zerledigt haben. Oder alle Dudettes. Auch immer Rachel als Dude zu bezeichnen, ja. Ja, Rachel ist wahrscheinlich hier. Ja. Dann habe ich, glaube ich, alle Bossgegner erledigt. Okay, das Zeitlimit ist vorbei. Ich weiß aber jetzt nicht, was das bedeutet. Gar nichts irgendwie. Ich weiß nicht, warum da ein Zeitlimit war.
So, ihr seid alle tot. Okay. Will ich jetzt einfach nur die Territorien erobern und die haben überhaupt keine Dudes mehr, oder wie? Wo ist denn der Anführer? Da ist er hinter mir. Okay. Ja, der Fabrikkommandant hat mir wohl tatsächlich da oben das Territorium mal kurz eingenommen. Jetzt sind hier Verstärkungen aufgetaucht. Ich kümmere mich mal kurz hier um dieses Territorium. Ich check's gar nicht. Also alle fetten Dudes sind weg. Lucky hat sich zurück... Ah, die, nur zeitweilig. Die kommen also wieder. Okay. Das hier ist einfach nur ein richtig viel Kloppungslevel. Ähnlich wie das mit dem Kopfgeld vorher. Oh, das war dumm. Da waren gar keine Gegner. Warum setze ich das Ding jetzt ein? Das hat gar nichts gebracht. Ach, schon 1000 Kills. Nice. So. Gehen wir mal kurz weg. Dann hätten wir das Telefon hier auch. Okay. Fabriksoldat schmiedet Pläne, um das Gebiet da zu erobern. Irgendwie sind alle gelben Dudes verschwunden schon wieder. Die sind gerade aufgetaucht. Verprügelt Fabriksoldat, bevor die Arbeiten abgeschlossen sind. Ah, hat das mit dem Zeitlimit da oben nur was Spezielles pro Charakter zu tun? Das heißt, ich habe 2 Minuten Zeit, den Fabriksoldaten da zu besiegen. Ansonsten habe ich ein Problem. Ah! Alle Territorien von Germa. Okay, alle gelben sind weg, weil ich alle gelben Territorien erobert habe. Das ist ja echt interessant. Gut, dafür sind aber jetzt die CP9 Leute aufgetaucht. Das wird ihnen allerdings nicht bringen. Ich reiß denen trotzdem Kopf an. Es sind halt nur 2 Teams übrig. Aus irgendeinem Grund haben die sowohl CP-Agenten als auch Piraten dabei, oder was? Oder, ne, es könnte die Galera-Arbeiter sein. Chabura ist wieder da, aber da, wo er mir gerade gar keine Sorgen macht. Okay. Ist gut. Bruno ist auch da unten. Ich muss jetzt erstmal die anderen dicken Dudes hier wegtun. Wegtun? Was sag ich denn für komische Wörter? Okay, wir haben das erobert. Ich muss da hoch, wo die 4 ist. Ne, ich dachte, die sind schon erledigt, aber haben sie nicht. Da sind 2 fette Dudes, die aufs Maul wollen. Oh Gott, wo gehe ich denn schon wieder hin? Okay, erledigt. Pazifista läuft amok. Wo kommt der denn jetzt her? Oh, wer ist hier? Es ist schon wieder so eine Nebenmission, die hier eigentlich gar nicht hingehört. Das ist richtig. Ja. Okay, aber die haben sie einfach mal mit drin. Auch gut. Ja, den klopfe ich kurz zusammen. Ich bin zum Glück ein paar Level drüber. Wieso kann der... Okay, der konnte gerade irgendwie voll komisch fliegen. Ja, ich mache nicht viel Schaden. Dafür, dass ich 5 Level über ihm bin. Oh je, da ist schon wieder ein... Oh, was macht denn da oben der Fabriksoldat? Was will der hier? Der, kannst du mir mal helfen hier? Der Pazifist, da geht mir auf den Sack. Danke, Lissop. Ich hoffe, du machst wenigstens ein bisschen Schaden. Ja, ich mach schon selber, wie es scheint. Der ist besiegt, okay. Wieso sind hier immer noch so viele? Ich dachte, es ist mein Territorium. Ich meine jetzt erstmal den da oben, glaube ich. Weil der ist ein kleines Problem. Es passiert so viel auf einmal gerade. Wir kämpfen hier alle zusammen um Bord des Senders. Der Dude da hat irgendwelche Vorbereitungen machen wollen, hat wohl nicht so gut funktioniert. Ich glaube nicht, dann geht's durch und geh weiter. Okay, mein komischer Fabriksoldat da hinten ist gefangen, aber ich kann eigentlich auch selber die Kills machen. Ich will da jetzt nicht extra hinlatschen. Ich muss eigentlich... Ja, es sind schon noch ein paar Territorien, aber es geht eigentlich ganz gut. Ah, das hier ist schon fast erobert. Nice. Ich muss nur den Marinekommandanten hier wegkloppen und den Anführer da. Oh. Okay, zum Glück. Ich habe gerade eigentlich heute gerade meine Spezialattacke völlig außersehen setzen. Aber es hat nicht funktioniert, zum Glück. Wir sind durch hier. Offensichtlich krieg ich doch zuerst hier. Luki ist auch wieder da, aber auch am Arsch der Welt. Wir erobern jetzt aber hier nicht meine Territorien, während ich ihre erobere, oder? Naja, kümmern wir uns erstmal kurz um Eki. Ich brauche eh die Münzen von denen, also eigentlich nicht unbedingt, glaube ich. So, Eki ist raus, aber da oben sind noch 2 dicke Dudes.
Bruno und Jabura sind beide da. Hey, hier geblieben. Der Fabriksoldat ist geflohen. Ja, ist nicht so wichtig. Ich mach das selber. Da ist ein neuer aufgetaucht. So, Bruno ist auch so gut wie raus. Ich sehe ihn nicht. Da ist er. Bruno ist raus. Jetzt ist Lucky noch da hinten. Dann haben wir auch noch einen Damage-Buff. Also hat er jetzt eh ein Problem. Er steht einfach nur da zwischen seinen Männern und guckt zu, wie ich die alle durch die Gegend kloppe ohne Probleme. Okay, das ist schon wieder dieser Angriff. Helikoptermodus. Alles klar, das wär's hier. Dann gehen wir jetzt da runter. Wir brauchen nur noch... Oh je. Der Fabriksoldat ist... Hat er das gerade für uns erobert? Ja, das ging aber schnell. Ja, der musste auch nicht weit laufen, ne? Aber trotzdem. Lustig. War ein ziemlicher Zufall, dass er halt direkt nur ein paar Meter laufen musste, um dann direkt reinzukommen. Da ist ein gegnerischer, den müssen wir aufhalten wieder. Da sind keine mehr. Okay, dann müssen wir eigentlich nur noch den killen und dann das letzte Territorium einnehmen, wenn ich das richtig sehe. Weil das Weiße dürfte ich nicht einnehmen können oder müssen, oder? So. Gut. Dann holen wir uns das kurz und dann wäre der ganze East Blue abgeschlossen, wie ich glaube. Und dann haben wir, glaube ich, ein Drittel des Schatzlogbuchs, obwohl wir schon ewig dran sind. Aber ich werde nicht jedes einzelne Level mit euch machen. Das würde viel zu lang gehen. Das wären wahrscheinlich 300 Parts oder so. Aber ich werde euch auf jeden Fall alle Attacken zeigen. Und ich werde vermutlich auch einmal online angucken mit euch. Mit irgendwelchen Random-Spielen. Aber dazu sollte ich auch ein höheres Level sein und alles. Und Münzen zum Ausgeben haben. Und wissen, welchen Charakter ich spielen will und alles. So, 2000 Kills. Fast fertig. Ja, das müsste jetzt, sobald der Anführer hier besiegt ist, müsste das reichen. Ne? Interessanter Angriff von dir. So, tschüss. Fertig. Cool. Okay. Dann haben wir auch Smoker erfolgreich fertig ausprobiert. Und den East Blue komplett abgeschlossen. Nice. S-Rang, easy. Okay, Jimbe ist auch Max-Level und das bringt mir auch wieder irgend so eine komische Münze. Okay. Alles klar. Schön. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Mach's gut und bis dann.